Die Elfen und der neidische Nachbar von Algernon Mitford. Es war einmal ein Mann, der sich in der Dunkelheit im Wald verirrt hatte und Zuflucht in einem hohlen Baumstamm fand. Mitten in der Nacht erschien eine große Gruppe Elfen und der Mann ängstigte sich sehr. Bald darauf begannen die Elfen zu essen und zu trinken und anschließend sangen und tanzten sie ausgelassen. Den Mann überkam große Lust, an dem fröhlichen Fest teilzunehmen. Und so kroch er aus seinem Versteck hervor und gesellte sich zu den Elfen. Als die Sonne aufging, sagten die Elfen zu dem Mann, »Du bist ein fröhlicher Bursche. Komm bald wieder und tanz mit uns. Versprich es!« Um sicher zu sein, dass er auch wirklich zurückkehren würde, wollten die Elfen etwas von ihm bei sich behalten und nahmen ihm eine große Warze ab, die auf seiner Stirn wuchs. Der Mann kehrte zufrieden nach Hause zurück. Er hatte nicht nur eine wunderbare Nacht verbracht, sondern war auch seine Warze losgeworden. Und zugleich erzählte er all seinen Freunden die Geschichte, und die freuten sich von Herzen mit ihm. Sein Nachbar aber, den ebenfalls eine Warze plagte, war neidisch. Der suchte den hohlen Baumstamm auf, und um Mitternacht kamen die Elfen erneut und begannen mit ihrem ausgelassenen Fest. Sie tranken, sangen und tanzten wie zuvor. Sobald der Mann sie erblickte, kletterte er aus dem hohlen Stamm und begann mit ihnen zu tanzen und zu singen, so wie es sein Nachbar getan hatte. Die Elfen glaubten, dies sei der Mann, den sie bereits kannten. Sie waren hocherfreut, ihn wiederzusehen und sagten, »Du bist ein guter Kerl. Du hast dein Versprechen gehalten, also geben wir dir deine Warze zurück.« Daraufhin zog eine der Elfen die Warze aus ihrer Tasche und setzte sie auf die Stirn des Mannes, direkt neben die andere Warze, die der Mann bereits hatte. Der neidische Nachbar ging weinend nach Hause. Anstatt seine Warze loszuwerden, hatte er jetzt sogar zwei davon. Die Lehre aus dieser Geschichte? Ja, die Menschen sollten sich mit anderen über deren Glück freuen, ohne neidisch zu werden.